Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von einem neuen Let's Play, und zwar Black Desert Online Remastered. Ja, ich habe jetzt Let's Play gesagt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir da noch nicht sicher, weil ich habe das Spiel so noch nicht gespielt. Es wird auf jeden Fall erstmal ein paar Episoden geben als angespielt und dann müssen wir mal gucken, ob mir das Spiel Spaß macht oder nicht. Ich hatte das aus gegebenen Anlass, wollte ich das eigentlich kaufen, muss aber dann entsetzt feststellen, dass ich das Spiel wohl schon ein Jahr oder so bei mir in der Steam-Bibliothek drin hatte. Deswegen, ja, ich habe mir damals schon was dabei gedacht. Ich glaube, ich wollte es auch die ganze Zeit mal Let's Playen oder zumindest mal anspielen. Aber irgendwie, weiß ich nicht, habe ich es total vergessen, dass ich es überhaupt gehabt habe. Nichtsdestotrotz möchte ich das Ganze gerne jetzt mal antesten, und zwar natürlich mit euch zusammen. Und ja, gehen wir erstmal auf Spielen. Ein Name, den sich die Charaktere teilen. Erst für andere Spieler steht sichtbar. Was heißt, den sich die Charaktere teilen? Okay. Wahrscheinlich ist mein Name jetzt wieder geklaut worden. Ach so. Moment, ein Familienname. Ja, ja doch. Nehmen wir den einfach mal als Familiennamen. Was weiß ich. Dann heißt mein erster Charakter wahrscheinlich Gameplayerin, Gameplayerin oder so. Wer weiß, wer weiß. Jetzt kann ich mir hier einen Server auswählen. Da sind dann die Auslastungen. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Ist überall nur mittlere Auslastung. Bei den oberen, so wie das aussieht, werde ich wohl zusätzlich Punkte bekommen, wenn ich das richtig verstehe, mit diesen Exp, was da drin steht. Nehmen wir mal einfach den ersten, den wir jetzt hier finden. Was sind die Olivia-Server? Extra EP, genau. Spezielle Server für neue und wiederkehrende Abenteuer. Ihr könnt zusätzlich 100% Kampf-EP und 30% Talent-EP ab Stufe 50 auf Olivia-Extra-EP-Servern erhalten. Das ist schön. Wenn ihr auf die... könnt ihr auch alle anderen zugreifen. Blablabla, Schwätz. Okay, Hauptserver haben wir jetzt noch keinen. Hauptserver wählen. Würde ich sagen, nehmen wir Olivia. Keine Ahnung. Ich weiß da überhaupt nichts von. Ich würde nur gerne mal starten. Deswegen... Daten werden geladen. Ah, okay. Damit kann man dann starten. So, ich habe einen normalen Charakterplatz frei und die anderen nicht, was ich sehr seltsam finde, weil ich nämlich extra damals das große Paket gekauft habe und mindestens zwei Charaktere zusätzlich noch bekommen soll. Trivial. Es sind besondere Charaktere, die bei der Erstellung direkt ab Stufe 60 beginnen. Ach so, okay. Ach so, da kann ich jetzt auch einen erstellen, oder wie? Nur die Inhalte von Kampfarena, Grausamer Riss und Totes Schlachtfeld sind verfügbar. Ach so, bei der Erstellung kann spezielle Ausrüstung gekauft werden. Er lernt und testet frei verschieden. Ach so, das ist wirklich sowas wie ein Testserver, okay. Ja, aber das hier stört mich noch ein bisschen, weil ich soll mindestens zwei zusätzliche Charakterplätze bekommen, laut Steam. Die habe ich offensichtlich nicht bekommen. Also da bin ich jetzt im Moment so ein bisschen angepisst. Oh, ich habe sehr stramme Oberschenkel. Kann ich mich auch irgendwie drehen? Achso, die macht das alles automatisch. Okay. Genau, zeig mir deine Brüste. Sie sieht ja schon sehr attraktiv aus. Wäre jetzt was für meinen Exo, auch mit den Tatzen da drauf. Jetzt weiß ich aber noch nicht, wer was ist. Moment, Klassenauswahl. Kann man hier irgendwo was sehen? Oh, sie sieht schon mal sehr interessant aus. Ich meine damit jetzt nicht nur die Klamotten, sondern auch diesen japanischen Style. Den mag ich ja unheimlich gerne. Moment. Hier steht... Hier unten steht irgendwie nichts. Aber hier steht Schwarzmagierin. Wobei mir eine normale Magierin jetzt lieber wäre. Gibt es auch eine normale? Es gibt Mystik, aber ob das jetzt... Ach, hier unten ist eine Magierin. Die aber irgendwie seltsam aussieht, okay. Ich möchte ungern mit so Kindern spielen. Kann man denn keine selbst beeinflussen? Das ist ja blöd.
Schütze, Magier, Walküre. Wie sieht die denn aus? Nicht wirklich wie eine Walküre. Okay. Streiter, Moser, Bändigerin. Was ist damit? Okay. Also, ich bin jetzt ganz ehrlich. Ach, die hatte ich mir eben noch nicht angesehen. Ich schwanke jetzt optisch so ein bisschen zwischen der Lan. Ich weiß nicht warum, aber die erinnert mich an die eine aus Resident Evil, die Ada. Ich schwanke zwischen ihr, was natürlich ganz cool wäre wegen dem Schwert. Allerdings befürchte ich, dass sie nur ein Zweihandschwert hat, was ich dann wiederum sehr blöd finden würde. Oder halt zwischen Schwarzmagierin noch. Die sieht nebenbei bemerkt auch ziemlich geil aus. Da müsste ich doch nicht mal was verändern. Aber ich weiß halt nicht, ja, sie ist nicht so gut in Verteidigung, so wie es aussieht. Dafür aber sehr gut in Angriff. Haupttalente. Erweckung. Die Erweckungswaffe kann erst nach dem Absolvieren der Erweckungsquest, die man ab Stufe 56 erhält. Ach du Scheiße. Benutzt werden. Diese Waffe gibt der Klasse komplett neue Möglichkeiten. Okay. Ja, ich gebe jetzt zu, ich bin im Moment ziemlich enttäuscht, dass ich hier noch nichts aussuchen kann. Schwarzmagie lässt sie sowohl im Nah- als auch im Fernkampf glänzen. Sie lockt ihre Feinde mit Magie zu sich und sorgt dann im Nahkampf für einen raschen und schmerzhaften Untergang. Andere fürchten ihre Magie und nennen sie die Hexe des Schlachtfeldes. Das hört sich schon mal gut an. Nach der Erweckung kann sie sich in Dunkelheit hüllen und eine riesige Sense verwenden, um, kann man das scrollen? Um ihre Feinde aufzuschlitzen. Das hört sich noch besser an. Also wir nehmen jetzt mal wirklich die Schwarzmagierin. Meine typische Lichtmagierin. Wird wahrscheinlich auch schon wieder belegt sein. Nein, ich darf endlich mal was machen. Okay. Wir kommen jetzt heute endlich mal weiter, nachdem wir 10 Minuten schon im Menü vergammelt haben und nichts machen konnten quasi. Ja, sieht noch ein bisschen billig aus, aber sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ach, jetzt kann ich einen neuen erstellen oder wie? Okay. Wir treten jetzt auf jeden Fall erstmal bei. Kamera, Vibrationseffekte. Ich will gar nicht, dass die vibriert. Okay. Bildeffekte der Kamera. Keine Ahnung, das lassen wir einfach mal so. Effektweisende Fee. Pfeil, eine Linie aus Pfeilen am Boden zeigt die Richtung zum Ziel an, schimmerndes Licht. Eine Linie aus schimmerndem Licht zeigt den Weg zum Ziel an. Ja, das finde ich. Aber wo ist das schimmernde Licht? Steht ja gar nicht drin. Es steht nur Effekt. Eine Fee weiß. Nee, das schimmernde Licht finde ich persönlich eigentlich. Oder? Finde ich, sieht schöner aus, aber nachher vertue ich mich damit den Effekten. Ja, wir nehmen vielleicht doch lieber die Pfeile. So, Grafikmodus habe ich ja vorhin schon alles auf hoch eingestellt. Wenn wir den Energiesparmodus ausschalten. Ihr werdet ein Absinken der Bildrate bemerken, wenn ihr den einschaltet. Ja, ich lasse den mal aus. Also soll ja die Empfehlung sein. Hallo? Ist das ein schlechtes Bild? You awake? These are the memories of the forgotten world. Sorry, but you should have known better.
Okay, wir stöhnen jetzt alle hier rum. Ich weiß nicht, warum ich in diesem komischen Riesen drin stehe. Menschen wollen immer, dass andere die Drecksarbeit für sie erledigen. Ruft mich jederzeit, indem ihr die Taste Komma drückt. Wo ist denn das Komma? Da. Okay. Kann ich auch klicken, um dich weiter zu machen? Quest R. Der Beginn eines Abenteuers. Ach so, da kann ich die Quest mit... Es scheint euch besser zu gehen. Seid ihr in Ordnung? Ich zweifle schon, ob ich den richtigen Wirt gefunden hatte. Wie Wirt? Hallo? Was starrt ihr denn so? Sagt mir bloß nicht, dass ihr euch nicht an mich erinnert. Ihr hattet es versprochen. Nun, was soll's? Lediglich eine Kleinigkeit. Eure Erinnerungen kommen schon noch früh genug zurück. Barbar oder sowas steht darunter. Draußen wartet jemand auf euch. Ich werde mich jetzt verkrümeln. Geht nun und sprecht mit der Person dort drüben. Keine Sorge, ihr seid der Einzige, der mich sehen kann. Okay. Ja, Menschen wollen immer... Das hatten wir jetzt schon. Verabschieden, okay. Da können wir hin. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, bisher bin ich jetzt von der Grafik, also wie sie aussieht, klar, sie sah ja auch vorher schon klasse aus, aber bisher bin ich jetzt so von der Grafik noch nicht ganz so angetan. Drücke die R-Taste, wieso eigentlich nicht E? Sonst macht man immer alles mit E. Are you really an expert? You don't look like one at all. Well, I've investigated ruins across the continent. I study ancient artifacts. Everybody says they're experts. What could you possibly do by yourself? Huh. I didn't come here alone. I'm with an ancient language expert and some quality excavators. And how safe? You stand before Princess Jurette. You must mind your... I'm sorry, adventurer, but I can't really trust you with a job this important. Return where you came from. No, thank you. Look, I discovered this gemstone in the Valencia ruins. It was verified as authentic by the Imperial Court. My goodness, isn't this a gem of balance? They say it concealed the dark power. I never thought I would see one in my lifetime. So is this something that Sir Jordian is looking for? Fine. You are in charge of the Stone Chamber investigation now. A fortnight. That's how long I'm giving you to figure it out. Huh. It'll be much sooner than that. I wonder what exciting discoveries we'll find inside the ancient stone chamber today. I can barely contain my excitement. Also die Grafik finde ich persönlich jetzt doch schon wieder um einiges besser mit diesen kleinen Zwischensequenzen, die hoffentlich immer mal öfter kommen werden. Die finde ich schon ganz cool. I am a ruins explorer. You can call me Aiden. Ja, den Rest möchte er uns nicht mehr erzählen, okay? Ja, Aiden, ich scheine dir ja völlig die Sprache verschlagen zu haben. Vorzeitlichen Steinkammer, was ist das denn? Hier sind wir sicher, das ist schön. A traveler who does not remember anything. Well, this is awkward. Ja, okay. Achso, sich verabschieden. Ich musste gar nichts mehr annehmen. Ja, wo sind denn die Pfeile, die ich normalerweise haben müsste? Keine Ahnung. Jetzt kann ich auch nicht mehr R drücken für die Quest. Das ist schon mal blöd. Okay, I ist auf jeden Fall das Inventar. Das ist gut zu wissen. Ausrüstung. Fokusreif. Talisman. Okay, da können wir wahrscheinlich verschiedene Sachen dann ausrüsten. Das ist schon mal gut. Unten denke ich mal, dass das die Angriffe... Ja, das sind die Angriffe. Okay. So, G ist für die Gilde. Mit J kann ich theoretisch färben. Das ist ja mal cool. Alle Stoffe, eigene Farben. Alle Farbstoffe. Achso, die muss man sich freischalten. Das ist dann so ähnlich wie bei T. So, ah, das ist ja scheiße. Okay.
Was ist das? Bin ich jetzt unsichtbar? Okay, mit V kann ich irgendwie Blödsinn machen, auf jeden Fall. Okay, E ist auch noch ein Angriff. Mit Q kann ich nichts machen. Mit M kommen wir wie normalerweise immer auf die Map. Da sind auch mehrere Bosse zu sehen, aber ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt sind oder wo wir hin müssen. Okay, ich sehe da nur viele komische weiße Kästchen, die nichts mit uns zu tun haben, sondern wahrscheinlich... Ach, versucht nun Steuerung zu drücken. Ach, wir müssen nirgendwo hin. Ah, klickt auf die Schaltfläche, um einen Handel zu beginnen. Warum sollte ich? Auf diesen Text, um einen NPC zu gehen. Der Anfang der Reise. Meine Quest 1. Und wo ist meine Quest? Im Gange. Nee. Hä? Eine abgeschlossene Quest. Achso, ich muss mir erstmal eine suchen, oder wie? Ah, okay. Ja, wenn ich dann erstmal eine suchen muss, würde ich sagen, laufe ich jetzt erstmal hier runter. Wieso greifen die jetzt hier die ganzen Leute an, die hier rumstehen? Babywölfchen. Oh. Seid ihr die Guten oder die Bösen? Oh, sind die süß. Ich weiß nur noch nicht so genau, wie ich jetzt hier einen Screenshot machen kann. Also die laufen alle hier runter, weil sie hier unten anscheinend irgendwie die armen Wölfe töten müssen. Was ich nicht nett finde, weil unser Rudel ja auch aus Wölfen besteht. Kann man hier mit jemandem reden? Ah, das ist die Steinkammer, von der er gesprochen hatte. Wie kann ich euch helfen? Das weiß ich selber noch nicht so genau. Anscheinend gar nicht, weil ich kann nur Escape drücken. Okay. Was passiert denn, wenn ich hier reinlaufe? Ich meine, wäre schon schön zu wissen, wo wir eigentlich hin müssen. Okay, ich springe sehr hoch. Also ich denke mal, dass wir da wohl später mit einer Quest nochmal reinkommen müssen. Das Ding sieht ja krass aus. Das ist ein Star-Tour. Ein Relikt, das eine vorzeitliche Waffe sein soll. Ich kann mit dem plaudern? Okay, anscheinend nicht. Aber ich habe neues Wissen, glaube ich, jetzt gerade mir angeeignet, wenn ich das richtig sehe. Oder so. Ich weiß es nicht so genau. Also grafisch, muss ich sagen, finde ich es bisher gar nicht mal so schlecht. Ist sogar, naja, ich will jetzt nicht sagen, ein Ticken besser als Teso, aber es ist halt realistischer, ne? Von der Optik her kann man hier irgendwie rein. Hallöchen. Okay, aber da kann man nichts machen. Ja, was ich jetzt halt ein bisschen nervig finde... Ich gehe davon aus, dass wir uns irgendwo jetzt erstmal eine Quest besorgen müssen. Übrigens, wo ich gerade das Pferd sehe, ich soll... Wie, ich habe eine Kampfzone betreten. Was für eine Kampfzone? Hilfe. Der arme Wolf, du blöde Kuh. Moment, aber von da bin ich doch gekommen. Da muss ich doch wieder zurück, oder? Ja, von hier bin ich doch gekommen. Kann man mit dir irgendwas machen? Achtet darauf, wo ihr hintretet. Aufgrund des Alters kann ja alles leicht einstürzen. Toll. Also ich kann mit vielen Leuten reden. Das ist auch alles schön. Aber das bringt mir alles nichts. I wonder what exciting discoveries we'll find inside the ancient stone chamber today. I can barely contain my excitement. Ausgrabungsstätte. Ich würde euch gerne helfen, Erinnerungen wieder zu erwecken, aber durch die Ausgrabung ertrinke ich in Arbeit. Warum untersucht ihr nicht das vorzeitliche Artefakt, das dort gefunden wurde? Ja, würde ich gerne machen. I am a ruins explorer. Wieso konnte mir der das eben nicht geben? Hm. Okay. Ja, danke und auf Wiedersehen. Ich habe aber jetzt immer noch keinen Weg angezeigt. Doch, in die Richtung muss ich. Ach so, das ist das Artefakt hier. Ah, sagt das doch einer. Hallo, Hauself. Was ist mit dir? Kann ich mit dir reden?
Das soll ein Herz sein. Okay. Ich plauder mal ein bisschen mit dem. Ihr wollt was über dieses Herz des Urriesen wissen? Ich weiß nicht, wann es so zu schlagen begann. Okay. Ich weiß nur, dass das Herz große Kraft ausstrahlt. Das macht mir Angst. Der Rest des Körpers der Riesen ist in Stücke zerteilt. Ach so, das Ganze? Okay. Haltet ihr es für eine schlechte Idee, den Riesen zu wecken? Nö, was soll da schon passieren? Eventuell könnte jemand anders versucht sein. Ich habe auch Angst vor den vorzeitlichen Waffen, die das Herz um das Herz rumliegen. Des Nachts träume ich davon, sie zum Leben zu erwecken und mich... Dass sie zum Leben erwachen und mich anstarren. So, man sollte auch richtig lesen. Einfach nur anstarren. So viele Geheimnisse. Ja, dann verabschiede ich mich mal. Und nun? Ja. Muss ich hier jetzt noch was machen? Muss ich da rein und mir das nochmal richtig angucken oder so? Manchmal sehe ich Licht. Ich wollte mir eigentlich das Ding angucken, aber okay. So. Stehe jetzt hier wieder so ein bisschen blöd rum, ne? Hier, die ist abgehakt. Drücke R. You're going to entrust them with the task. Ihr scheint nach Edern zu suchen. Ich dachte, ihr hätte gesagt, dass ihr zur Steinkammer geht. I asked for the most skilled adventurer, not this weasel worth nothing close to what I paid for. Ja, weiß ich doch nicht, was du bekommen hast. Worauf wartet ihr? Bewegt euch zur Ausgrabung. Dann solltet ihr euch lieber um die Graufüchse kümmern. Und den Soldaten vor der Steinkammer berichten, okay? Klauen ständig die Ausrüstung der Arbeiter, okay? Wo die Steinkammer ist, weiß ich schon. Ich war schon drin. Folgt einfach der Straße, bla bla. It's unbelievable. Who brought them here? Okay, ich denke, ich habe jetzt diese Quest bekommen. Also ich soll jetzt... Erfahrt etwas über die Graufüchse. Wie soll ich das denn erfahren, wenn ich die platt machen muss? Muss ich mit der reden? Erfahrt etwas über die Graufüchse. So, dadurch erfahre ich aber trotzdem nichts. Hier ist noch was? Doch nicht. Das war nur ein Graufuchs. So, Questziel erreicht. Abgeschlossen. Muss ich jetzt zu dem Typen holen? Oder muss ich jetzt mit diesem komischen Knoll hier neben mir sprechen? Steuerung drücken. Steuerung? Achso, rechte Maustaste. Auf den grünen Bereich. Hier? Ah, okay. Können sogar sehen, wie viel Leben in ihnen steckt. Das finde ich aber nicht schön. Ruft mich jederzeit, indem ihr... Ja, ich denke, ich soll die rechte Taste drücken. Was denn nur? Okay. So, aber ich soll doch jetzt mit dem Typen hier sprechen, oder? Also ich muss im Moment ganz ehrlich sagen, es ist ein bisschen blöd gemacht alles. Ich habe bessere Ausrüstung erhalten. Ich denke, ich soll mit dem Typen vor dem Stein-Dings sprechen. Um zu einem NPC zu gehen. Quest? Geht nicht. Warum spielt ihr nicht ein wenig mit den Graufüchsen? Denkt dran, eins wart ihr durchaus stärker. Der Schwarzgeist schlägt vor, dass ihr euch weiteren Graufüchsen stellt, damit da ihr Wissen über sie erlangt habt. Okay. Ja, finde ich jetzt scheiße, aber gut. Muss ich da eigentlich nochmal drüber laufen? Ach, die spawnen direkt wieder. Das ist ja geil.
Luft und... okay. Clown der Finsternis. Okay. Zeichen der Qual. Runter und E. Wie soll ich das denn machen? Runter. Runter E. Questziel erreicht. So, und nu? Jetzt müssen wir den wieder beschwören. Hallo? Hallo? Ich wollte dich gar nicht angreifen. Ach, kann ich jetzt endlich mit dem sprechen? Oder muss ich mit dem anderen sprechen? So, verfügt ihr über eine Eintrittsgenehmigung? Eigentlich schon. Ja. Ihr habt keine Tränke. Oh, fuck. Habe ich gerade einen Trank genommen? Wie habe ich das denn gemacht? Scheiße. Ach, mit eins? Oh, ich habe da einfach drauf gehämmert die ganze Zeit. Herausforderung, was ist das denn? Spielt jeden Tag, erhaltet was? Kann man das anklicken? Nö. Ihr müsst eine Belohnung auswählen. Würde ich ja gerne. Talent des Söldners, 60 Minuten. Oh, ich bin aber kein Söldner. Ich glaube, das war nicht gerade die beste Belohnung, die ich nehmen konnte. Okay, allgemeines Wissen. Atemstärke, Gesundheit, okay. Keine Ahnung. Neue Geschichte, Graufuchs. Kann man sich durchlesen, muss man aber nicht. So, Post. Vorzeitige Steinkammer. Was? Wale sind gesichtet worden? Okay. Was soll ich damit, dass Wale gesichtet worden sind? Perlenladen. Okay, ja. Ich habe aber jetzt keine Ahnung, wo ich jetzt eigentlich hin soll. Oder muss ich mit ihm sprechen? Oh, Entschuldigung, falsche Taste. So, ihr könnt euch umschauen, so viel ihr wollt, sobald ihr drin seid. Das ist nett. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was mir das jetzt bringt. Ja, ich würde mal einfach sagen, dass ich hier auch erstmal einen kleinen Cut mache. Ey, blöde Kuh. Kann sich auch woanders rumlaufen hier. Ich würde sagen, dass ich jetzt hier erstmal einen kleinen Cut mache und mich in der nächsten Folge weiter versuchen werde, hier durchzuwuseln. Das ist noch alles extremst unübersichtlich. Die Grafik ist schon mal nicht schlecht. Ja gut, die Kämpfe, dass die so schnell sind, ist natürlich schon ziemlich ätzend, weil man gar nicht mitbekommt, was eigentlich passiert oder was man jetzt gedrückt hat. Also das ist so ein kleiner Negativpunkt. Und ein großer Negativpunkt ist, dass man eben überhaupt nicht weiß, was man jetzt eigentlich tun soll. Beziehungsweise das halt eben nur durch Rumwuseln hier, ja, feststellt mit der Zeit. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao.